Hey meine Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seht, bei mir glitzert und funkelt. Bam! Das liegt daran, dass ich in Wien bin und heute an den Liveball gehe. Oh, I wanna dance with Liveball, ich bin mir sicher, einige von euch kennen das noch nicht. Ich schreibe euch hier den Insta-Account ein. Heute ist 25 Jahre Liveball, für mich eine große Ehre, hier dabei sein zu dürfen. Ich bin hier mit Zalando und habe daher die Ehre, ein tolles Zalando-Outfit von Kopf bis Fuß tragen zu dürfen. Und ich habe mich jetzt für dieses Glitzer-Outfit entschieden. Diejenigen von euch, die meine Insta-Stories gesehen haben, die wissen, dass ich ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten hatte. Ist das einmal Eye-Option? Ich finde es noch cool. Und that's option 2. Und ich glaube, das ist es. Ja! Mein Liveball ist eigentlich ein bisschen crazier. Aber jetzt muss ich doch noch ein bisschen Anja sehen. Ich glaube, das ist ein guter Mix. Das ist super schön. Und ich war noch nie am Liveball. Ich habe Bilder davon gesehen. Die Leute gehen da wirklich total crazy. Also wirklich crazy vom Styling her. Und ich glaube, ich bin fast so ein bisschen underdressed, obwohl ich einen tiefen Ausschnitt habe und alles glitzert. Geht übrigens noch ins Hair und Make-up. Dann wird es noch glitzeriger und auffallender. Da gehen wir jetzt gleich zusammen hin. Dann nehme ich euch mit. Und ich bin gespannt, wie ich danach aussehen werde und wie der Liveball wird. Styling läuft. Am Nive ist einfach wirklich der Vogel abgeschossen. Wie immer. Oder 10.000. Mein Herz, es können nie genug Gäste da sein, wenn ein Fest der Liebe gefeiert wird. Und Kapitän Georg Ludwig Trapp. Ich finde nur, die sehen alle so ungewöhnlich aus. Naja, sie haben sich eben schön gemacht für uns. Maria und Georg schließen den Bund fürs Leben. Lord, I'm gonna bring you back tonight. Guten Morgen! So, ein bisschen anderer Look wieder als gestern. Wieder die Anja, die ihr kennt. Es hat so mega Spaß gemacht, mit der Zalando-Family hier zu sein. Die Haare sind übrigens immer noch pink. Ich habe die gestern Nacht noch zweimal gewaschen, aber immer noch pink. Hoffe, ich kriege das dann wieder raus. Ich war jetzt mit Nives gerade kurz beim Frühstück. Und ja, nur kurz, weil es eben schon wieder zurück in die Schweiz geht. Ich hätte jetzt eigentlich so Lust drauf, noch ein bisschen mehr Wien anzuschauen. Und ich habe auch von euch gehört, so viele von euch haben mir in Instagram eine DM geschrieben und gesagt, es gibt so viele tolle vegane Cafés hier, vegane Restaurants hier. Ich hätte so mega Lust da, noch ein bisschen gemütlich vorbeizuschauen. Aber wir waren wirklich nur ganz kurz hier. Aber das, was ich bis jetzt von Wien gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin auf jeden Fall nicht das letzte Mal hier gewesen und freue mich schon bald wieder zurückzukommen. Mittlerweile wieder zu Hause in Luzern angekommen und schon gemütlich auf der Couch mit tausend Eindrücken von diesem tollen Wochenende. Wow, es war einfach nur der Wahnsinn. Schön wieder bei meinen Katzen zu sein. Vicky?
Für mich eine riesengroße Ehre, dass ich beim 25. Liveball dabei sein durfte in Wien. Liveball, eine der größten Charity-Organisationen, um aufmerksam zu machen auf AIDS und HIV. Und ihr wisst ja, ich nutze meine Reichweite gerne, um auf wichtige Themen, die halt oft so ein bisschen untergehen, gerade in dieser Influencer-Blogger-Welt. Ich nutze meine Reichweite gerne, um auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Und es war wirklich einfach ein extrem schöner Anlass. Die Leute waren super gut drauf, die Stimmung war mega schön und die Message, die da gespreadet wurde, war einfach wunderschön. Egal, was wir anziehen wollen, egal, wie wir aussehen, egal, wen wir lieben, wir sind alles Menschen und wir alle haben ein Recht auf Liebe. Und an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Zalando. Ich habe natürlich das wunderschöne Glitzer-Outfit hier mit nach Hause nehmen können. Dieser Glitzer-Jumpsuit. Ich verlinke euch den unter diesem Video in der Infobox. Den bekommt ihr bei Zalando. Und ja, das Video war ein bisschen ein anderes Video als sonst. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr versteht, dass es mir wichtig war, auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen und dass auch ihr dabei seid, die Message ein bisschen zu verbreiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Liebe Grüße aus der Schweiz und bis gleich.